Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Union setzt im Kampf um einen Regierungsauftrag bei der Bundestagswahl auf Stabilität und Erneuerung. Das gleichnamige Programm wurde heute einstimmig von den Parteispitzen gebilligt. CDU-Chef und Kanzlerkandidat Laschet sprach in Berlin von einem Modernisierungsschub für Deutschland. CSU-Chef Söder sagte mit Blick auf den Klimaschutz, man könne grüne Politik auch ohne die Grünen machen. Beide betonten erneut die Geschlossenheit der Schwesterparteien. Die Ellenbogen ausfahren, das will die Union nur noch gegen andere Parteien. Markus Söder hatte zwar immer mal wieder gegen Armin Laschet gestichelt, heute aber verspricht der CSU-Chef. Die volle Unterstützung von der CSU, nicht nur für das Programm, sondern Armin Laschet auch ganz persönlich für dich. Wir werden es gemeinsam rocken. In der Mitte wollen CDU und CSU die Stimmen holen, auch nach dem Ende der Ära Merkel. Mit dem Ziel Klimaneutralität bis 2045 den Grünen das Wasser abgraben, aber ohne Steuern zu erhöhen. Wir brauchen den Dreiklang: Klimaschutz, wirtschaftliche Stärke und soziale Sicherheit. Und wir führen Deutschland mit einer Politik der neuen Ideen stark aus der Pandemie heraus. So sollen Unternehmen bei Steuern und Bürokratie entlastet werden, Alleinerziehende und Familien besser gestellt werden. Und für die sogenannte Generationenrente soll der Staat für jedes Kind von Geburt an monatlich Geld in eine Art Pensionsfonds einbezahlen. Der Ansatz, eine Generationenrente zu machen, ist das erste Mal für junge Menschen etwas anzusparen, um übrigens später die Sozialkassen zu entlasten, ist eine enorme Veränderung. Die Ausweitung der Mütterrente, ein Kernanliegen der CSU, war der CDU dagegen zu teuer. Überhaupt, die Finanzierung etwa der Soli-Abschaffung bleibt unklar. Die Union setzt auf Wachstum. Wirtschaftliche Fesseln wegzunehmen, eine neue Wirtschaftswachstumsmöglichkeit zu schaffen, wird am Ende zu mehr Steuereinnahmen und zum Finanzieren der Aufgaben führen, die wir uns hier in diesem Programm vorgenommen haben. Wenig konkret bei den Details, aber geschlossen im Auftreten. So wollen CDU und CSU in den Wahlkampf ziehen. Zum Wahlprogramm der Unionsparteien jetzt Tina Hassel live aus Berlin. Nach langem Anlauf haben die einstigen Konkurrenten Laschet und Söder heute in demonstrativer Harmonie ihr gemeinsames Wahlprogramm präsentiert. Neben klassischen Unionsthemen setzt es vor allem auf ein Sicherheitsversprechen im anstehenden Wandel und will der gesellschaftlichen Mitte die Angst nehmen vor den anstehenden Reformen. Um niemanden zu verschrecken, bleibt die Union in zentralen Punkten bewusst vage. Kein konkreter CO2-Preis, kein klarer Ausbaupfad für die dringend benötigten erneuerbaren Energien, ohne die aber eine Klimaneutralität bis 2045 nicht zu erreichen ist. Und auch die Finanzierung der vielen Versprechen bleibt offen. Der Kassensturz ist erst nach der Wahl geplant. Ob die große Herausforderung des Landes so gelöst werden kann, wird im politischen Wettbewerb in den kommenden Wochen diskutiert werden. Der Blick auf die Umfragen aber zeigt, der Union scheint es nicht zu schaden, dass sie vage bleibt und lieber auf ihre Erfahrung verweist. Zurück zu Thorsten Schröder. Die Kliniken in Deutschland dringen auf Reformen in der Gesundheitsversorgung nach der Corona-Pandemie. Bei einem digitalen Krankenhausgipfel kamen heute Schwachstellen in den Strukturen zur Sprache, etwa bei der Krankenhausplanung und der Finanzierung. Größte Herausforderung sei nach wie vor der Personalmangel, so die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Kanzlerin Merkel dankte der Ärzteschaft und den Pflegekräften für ihren herausragenden Einsatz in der Corona-Krise. Knapp anderthalb Jahre Pandemie waren ein Stresstest für das deutsche Gesundheitssystem. Und so lange ruhte auch die Debatte über die Reform der Krankenhauslandschaft. Der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG fordert nun mehr Investitionen von der Politik und eine Finanzierung, die auch auf dem Land eine gute Versorgung sicherstellt. Das Gesamtsystem muss neu justiert werden. Wir werden nur dann Erfolg haben, wenn die Rahmenbedingungen zu den Zielen passen. Finanzierung, Qualitätssicherung und Kompetenzverteilung, das muss aufeinander abgestimmt werden auf das, was wir zukünftig an Krankenhausstruktur haben möchten. Seit Jahren werden immer wieder kleinere Krankenhäuser geschlossen. Das Ziel: Konzentration auf weniger Standorte und dadurch ein Qualitätsgewinn.
Mit Stand 2019 gab es in Deutschland noch 1.914 Krankenhäuser, Tendenz leicht fallend, mit mehr als 494.000 Betten und 1,3 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Gesundheitsminister sagt, über Geld könne man reden, aber es müsse auch sichergestellt sein, dass Krankenhäuser dort sind, wo sie gebraucht werden. Und die Wahrheit ist, diese bedarfsgerechten Strukturen haben wir bei Krankenhäusern nicht. Wir haben Überversorgung, vor allem im Ballungsraum, und wir haben auch manche Unterversorgung. Aber wir haben an zu wenigen Stellen bedarfsgerechte Strukturen. Die drängendste Herausforderung für Krankenhäuser ist laut DKG aber, genügend Personal zu finden. Die Europäische Union erhöht den Druck auf die Regierung von Machthaber Lukaschenko in Belarus. Die Außenminister beschlossen heute neue, weitreichende Sanktionen gegen 78 Vertreter der Staatsführung, unter ihnen einige Minister, gegen staatliche Einrichtungen und wichtige Wirtschaftsbereiche. Hintergrund ist das brutale Vorgehen der Lukaschenko-Regierung gegen die Proteste der Opposition und zuletzt vor allem die erzwungene Landung einer Linienmaschine in Minsk. In Belarus sind sie unübersehbar, die Abraumhalden der Kaligruppe. Der Grundstoff für Dünger gilt als Reichtum des Landes mit Milliardenumsätzen. Genau hier will die EU-Machthaber Lukaschenko jetzt treffen. Von finanziell austrocknen war gar die Rede. Kein Kali mehr aus Belarus. Ich glaube, das sind schon Sanktionen, die werden wehtun. Und ich hoffe, so wehtun, dass dieses Regime in die Knie geht. 7 Branchen nimmt die EU ins Visier. Die wichtigsten sind neben der Kaliindustrie auch die Energiewirtschaft des Landes. Kein Öl und Ölprodukte mehr aus Belarus. Auch die Banken in der EU dürfen dem Land nicht mehr bei Finanzierungen helfen. Gerade über den letzten Punkt wurde lange gestritten. Österreich befürchtete Einbußen, weil eine Tochter der dortigen Raiffeisenbank stark in Belarus tätig ist. Es ist wirklich eine große Leistung, dass es uns gelungen ist, in den letzten Tagen dafür zu sorgen, dass jeder einen Teil dazu beiträgt. Und das auch, obwohl die eigene Wirtschaft oder die eigene Finanzwirtschaft dabei in Mitleidenschaft gezogen wird. Auch die USA, Großbritannien und Kanada verhängen weitere Sanktionen. Die Frage ist nun, wie Belarus reagiert. Wir wissen, dass die belarussische Regierung Flüchtlingen aus der Türkei und dem Irak hilft, nach Minsk zu kommen. Und dann werden sie an unsere Grenze gebracht. Doch die EU müsse hart bleiben, findet sie. Svetlana Tichanowskaja, die Oppositionsführerin in Belarus, war heute zu Gast in Luxemburg. Schnell und entschlossen geht die EU gegen Lukaschenko vor. Doch die Sanktionen treffen eben nicht nur Belarus, sondern auch die beteiligten Firmen in der EU. Deshalb haben die Mitgliedstaaten sehr genau ihre Geschäftsinteressen abgewogen, bis ein Paket stand, das zwar wehtut, aber allen gleichermaßen. Fast 7 Jahre war Schwedens Ministerpräsident Löfven an der Macht. Bei einem Misstrauensvotum stimmte jetzt die Mehrheit der Abgeordneten im Parlament gegen ihn. Die schwedische Linkspartei hatte der Minderheitsregierung von Sozialdemokraten und Grünen wegen eines Streits über die Mietpreispolitik die Unterstützung entzogen. Der Regierungschef muss nun innerhalb einer Woche entscheiden, ob er zurücktritt oder Neuwahlen ausruft. Erstmals gibt es bei der Bundeswehr einen jüdischen Seelsorger. Scholt Baller wurde in Leipzig als Militärbundesrabbiner ins Amt eingeführt. Der 42-Jährige soll ein Rabbinat mit weiteren jüdischen Seelsorgern aufbauen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sprach von einem bewegenden Tag, der zeige, das Judentum gehöre zur Bundeswehr. Baller bleibt weiterhin auch Landesrabbiner in Sachsen und orthodoxer Gemeinderabbiner in Leipzig. Kanzlerin Merkel hat heute das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin eröffnet. Damit werde eine Lücke in unserer Geschichtsaufarbeitung geschlossen, sagte Merkel, die per Video zugeschaltet war. In 2 Ausstellungsteilen geht es um die Geschichte der Zwangsmigration bis heute sowie um Flucht und Vertreibung von Millionen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Über die Gestaltung war jahrelang gestritten worden. Ein verloren gegangener Teddybär. Eine unvollendete Stickerei, Ausstellungsstücke aus Privatbesitz. Sie dokumentieren Fluchtgeschichten, stellvertretend für etwa 14 Millionen Deutsche, die ihre Heimat infolge des Zweiten Weltkriegs verlassen mussten. Wie die damals 16-jährige Christine Rösch. Mit diesem Transport am 11. März 1946, bestehend aus 40 Güterwaggons, wurden wir aus der Heimat vertrieben. Die Dauerausstellung thematisiert auch die Vorgeschichte der Vertreibung, den Terror der NS-Diktatur und den deutschen Angriffskrieg.
ohne den von Deutschland im Nationalsozialismus begangenen Zivilisationsbruch der Shoah und ohne den von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg wäre es nicht dazu gekommen, dass zum Ende des Zweiten Weltkriegs und danach Millionen Deutsche Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung erleiden mussten. Das Dokumentationszentrum schließe eine Lücke in der Geschichtsaufarbeitung, so Merkel. Ab Mittwoch ist es fürs Publikum geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Schriftstellerin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe erhält in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Die Jury würdigt die Autorin als weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur, die sich für Freiheitsrechte und politische Veränderungen einsetzt. Filmemacherin, Aktivistin, Buchautorin, die 62-jährige Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe. Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, mit Preisen bedacht. Vor allem durch ihre autobiografisch geprägte Trilogie ist sie bekannt geworden. 1988 schreibt sie den ersten Band, 2018 den dritten. Darin erzählt sie vom Leben und Aufwachsen einer jungen Frau, die für weibliche Selbstbestimmung, gegen Rassismus und Unterdrückung kämpft. Den Preis zu gewinnen ist deshalb wichtig für mich, weil er den Fokus auf Simbabwe legt, auf das südliche Afrika und Afrika insgesamt und auf meine Arbeit, in der es um die Situation der Frauen geht. Die Autorin geht auch auf die Straße, demonstriert gegen Korruption und für Pressefreiheit. Sie wird verhaftet, ist auf Bewährung frei. Der Friedenspreis ist eine Auszeichnung für ihr Engagement. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist kein Literaturpreis primär, sondern wir zeichnen Persönlichkeiten aus, die mit den Mitteln der Literatur die Welt zu einem besseren Ort machen. Und das tut Tsitsi Dangarembga ganz, ganz sicher. Im Oktober, zum Ende der Frankfurter Buchmesse, wird der Friedenspreis in der Frankfurter Paulskirche verliehen. In diesem Jahr an eine wichtige Stimme Afrikas. ARD und ZDF bauen ein gemeinsames Streaming-Netzwerk auf. Die beiden bisherigen Mediatheken bleiben aber bestehen und werden nicht miteinander verschmolzen, wie die öffentlich-rechtlichen Anstalten heute mithalten. Nach und nach sollen immer mehr Angebote des jeweils anderen Senders im Netzwerk zu finden sein. Zum Schluss etwa 250.000 Sendungen und Beiträge. Mit der Kooperation wollen ARD und ZDF ihre Position auf dem weltweit boomenden Streaming-Markt stärken. Die Niederlande haben bei der Fußball-Europameisterschaft auch ihr drittes Vorrundenspiel in Gruppe C gewonnen und stehen nach dem 3:0-Sieg über Nordmazedonien in Amsterdam im Achtelfinale. Ebenfalls direkt fürs Weiterkommen qualifiziert ist Österreich. Das Team von Trainer Foda schlug in Bukarest die Ukraine mit 1:0 und beendet die Vorrunde als Gruppenzweiter. Glücksgefühle bei der österreichischen Nationalmannschaft. Erstmals übersteht das Team die Gruppenphase bei einer Europameisterschaft. Nach 20 Minuten bedient David Alaba per Ecke Christoph Baumgartner. 1:0 für Österreich durch den Spieler der TSG Hoffenheim. Die ukrainischen Spieler unaufmerksam. Österreich muss gewinnen, um hinter den Niederlanden Gruppenzweiter zu werden. Und die ÖFB-Auswahl ist drückend überlegen. Marko Arnautovic verpasst die Chance aufs 2:0. In der zweiten Halbzeit bleibt die Ukraine meist harmlos. Nach einem Freistoß verhindert Österreichs Torwart Daniel Bachmann ein Eigentor von Stefan Leiner. Österreich gewinnt mit 1:0 und trifft im Achtelfinale auf Italien. Die Ukraine muss als Gruppendritte ums Weiterkommen zittern. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 22. Juni. Tiefer Luftdruck sorgt verbreitet für unbeständiges Wetter. Den Nordwesten erreicht kühlere Luft. Heute Nacht regnet es im Norden anfangs noch etwas. Sonst breiten sich von Süden her Schauer und Gewitter aus, die unwetterartig ausfallen können. Morgen gibt es im Süden mal Sonne, mal Wolken mit Schauern und teilweise kräftigen Gewittern. In der Mitte gebietsweise Regen. Im Norden und im Südosten ist es auch länger sonnig. In der Nacht an der Oder noch 18, im Nordwesten 10 Grad. Morgen werden im Nordwesten 17, in Niederbayern 29 Grad erreicht. Am Mittwoch in der Nordwesthälfte nur selten Schauer, im Süden und Osten häufiger und auch einige Gewitter. Am Donnerstag in der Südhälfte, Freitag im Süden und Osten teilweise gewittrige Regenfälle, sonst meist trocken und zum Teil sonnig.
Ingo Zamperoni meldet sich in der Halbzeitpause gegen 21.50 Uhr mit diesen Tagesthemen. Statement gegen Homophobie. Wird die Münchner Arena am Mittwoch in Regenbogenfarben leuchten? Und jüdische Militärseelsorge. Der erste Rabbiner der Bundeswehr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.